Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Toskatoto beim Clan. Das zeige ich euch gleich. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass manchmal hier die Karre, die Lotkarre, sich wirklich komische Plätze sucht? Also hier bei mir vor den sechs kleinen Bomben hier sieht eigentlich schick aus, und ich würde sie da einfach mal stehen lassen und repariere jetzt aber trotzdem mal meine ganze Bude hier. Ich denke mal, das können wir ruhig machen. Ich bin hier zu Gast beim Clan The Child in Us, also gleichnamiger Titel auch der Thumbnails, das Kind in uns. Und die haben mich freundlicherweise hier mit dem Alex360-Account aufgenommen, sodass ich hier auch im CK mitspielen konnte. In den gehen wir auch gleich mal rein und gucken uns hier die ganz, ganz gefährlichen Engineered Bases an. Denn im Moment ist es ganz, ganz komisch. In fast allen Clans, wo ich bin, spielen wir gegen Engineered. Ich meine, und dann sind das natürlich solche hammerharten Engineered Bases hier. Mensch, da kriegen wir aber Angst. Ja, also das sind schon wirklich hammerharte Bases hier, kann man nicht anders sagen. Und wir gehen einfach mal in so eine Wiederholung rein hier. Das ist nämlich auch mal Rathauskampf hier auf Anfängen, sage ich mal, von Clash of Clans. Ihr seht das hier mit 1er Riesen, 2er Bogenschützin und 2er Barbaren, ein paar Kobolde und 3 Mauerbrecher. Ja, die braucht man natürlich hier für die Mauern, denn eigentlich ist die Base hier an einer Stelle offen. Aber erstmal hier schön den Babydrachen gelockt, und ich denke mal, der wird in jedem Fall mit Bogenschützen gemacht. Ich muss mal weiter hier ein bisschen weiter rein scrollen. Schön gemacht hier mit den Riesen, denke ich mal. So kann man es machen. Also auch das hier ist ja Clash of Clans höchste oder kleinste Schule. Erstmal locken. Ja, viele können es bis heute noch nicht. Ich ja manchmal auch nicht. Dann kriegst du die ganze Clanbook nicht gelockt oder kriegst du die halbe Clanbook gelockt. Und hier verbraucht er zwar schon relativ viele Bogenschützen, aber so ein Drache hier auf Level, ich weiß gar nicht, ich glaube er ist Level 5, der hat natürlich auch schon 1800 Healpoints oder 2000 Healpoints, also die müssen auch erstmal runtergeschossen werden von den kleinen Bogenschützen. Und jetzt geht das hier in die Base hier rein mit Loons, super gemacht hier, Max Out Loons hier in der Clanburg ist natürlich super, und dagegen sind auch die Bogenschützentürme hier machtlos. Er sieht richtig schick aus, also ich sehe das nach wie vor gerne in den kleinen Rathausstufen hier, wenn man dort angreift und wenn ich so Angriffe dokumentieren kann. Hier hinten machen sie schon so ein paar Barbaren und ein paar Bogenschützen über das Rathaus her, und die Loons räumen hier schön mit ab. Richtig viele Heatpoints hat natürlich dann letztendlich noch die Clanburg hier, und aber sieht gut aus, glaube ich, was der Lucky 7 hier macht. Und so waren das hier schöne 3 Sterne hier unten. Der Krieg ist noch nicht vorbei, und ich kann euch auch nur das zeigen, was ich letztendlich kenne und gesehen habe. Und wir hangeln uns hier einfach ein bisschen höher. Der Angriff von Angel hier auf den Clawboy vom Clan Soulstormers. Okay, Seelenstürmer, auch nicht schlecht. Und hier wird auch erstmal der Drache gelockt und jetzt mit 2 Drachen erstmal der gegnerische Drachen platt gemacht. Der hat nämlich auch fürchterlich viele Healpoints, aber schön unterstützt hier mit Gift. Schön gemacht. Ich finde auch nach wie vor, wenn man locken kann, sollte man auch locken. Und er kämpft hier vor allen Dingen mit 2er Drachen gegen eine 8er Base, die allerdings hier hinten in dem Bereich eine Luftabwehr auf 6 hat und die anderen beiden sind noch auf 5. Das kann man da mal machen. Mit 3 Sechsern wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit 2er Drachen. Aber hier unterstützt er richtig schön mit Wut in der Mitte vor allen Dingen und hat jetzt noch 2 Wutzauber offen, und die sind auch wirklich optimal geworfen. Die Masse der Drachen ist hier im Wut. Einige sterben zwar jetzt noch, aber er hat auf jeden Fall Glück, dass er hier die Luftabwehr noch bekommt. Und jetzt fliegt hier ein Drachen außen rum, und er hat aber hier noch das müsste der Clanburg-Drache sein hier, denn der, das sieht man an den glühenden Augen, also an diesen Feueraugen, der hat natürlich noch mal richtig viele Healpoints, und da schafft es auch so ein Bogenschützenturm dann natürlich nicht gegen anzukämpfen hier.
und macht er ja aber sehr, sehr schön. Und nur diesen Einzelnen auch noch einmal im Wut. Gut, er wird jetzt einmal abgelenkt davon ins Skelett fallen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Der Tesla macht eh nicht so viel Schaden an dem Drachen. Warum der jetzt erst auf den Minenwerfer ging und dann auf den Tesla, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich, weil er eben noch einmal kurz abgelenkt war von den Skelettfallen und sein nächstes Ziel war dann dementsprechend der Minenwerfer. Aber schön gemacht hier. Ich gehe heute mal extra für euch ein bisschen näher überall rein, denn ich glaube, das ist für die Handybenutzer und auch für mich manchmal ganz hilfreich. Denn ich nehme heute mal wieder am Handy vor allen Dingen auf. Und da kann ich es natürlich auch für meine Augen und für meine Finger nicht groß genug haben. So, was hat er hier noch zu machen? Da hat er noch, okay, die Bauhütten hier in den Ecken. Da ist nichts mehr, hier hinten ist nichts mehr. Dann ist das der 100% Angriff hier. Jawohl, 100% auf die Nummer 16, also 14 auf 16. Und irgendwann war ich allerdings auch dran. Ich habe dann in der Clan-Mail gelesen, Alex macht bitte als erstes die... Mal eben schauen. Wir ziehen uns erst noch den von Niki rein. Ich musste als erstes die Nummer 7, glaube ich, machen mit meinem RH9. Und auch hier ein schöner Drachenangriff unterstützt. Vor allen Dingen mit Luftballons, sage ich ja manchmal, mit den Loons. Er kommt hier von der Seite rein, den habe ich live gesehen, den Angriff und deswegen wusste ich jetzt, von welcher Seite er hier reinkommt. Hier kommen die Loons, er hat ein paar in der Kleinburg und hat selber noch ein paar mit. Das ist auch nicht schlecht, hat einen Eilzauber dabei und fliegt hier allerdings, was ich manchmal ja nicht verstehe, gegen den Feger. Aber höchstwahrscheinlich aus dem Grund, dass er die Luftabwehren vor dem Rathaus erreichen will und nicht hinter dem Rathaus. Das ist eigentlich auch genau der Schlüssel hier zum Erfolg mit Drachen, dass du nicht ein Rathaus angreifst, wo die Luftabwehr quasi hinter dem Rathaus ist, aus der gegenüberliegenden Seite, von wo die Drachen reinkommen. Denn dann hast du es besonders schwer, dann sind die Drachen einfach zu lange im Beschuss der Luftabwehr und er hatte echt Glück, dass er den schafft er noch. Und ich denke mal, hier mit dem Ballon schafft er natürlich nicht mehr den Magierturm, glaube ich. Ja, da ist leider weg. Aber das ist auch noch die einzige Defense hier mit einem Bogenschützenturm und einem Tesla, was hier noch deft. Kommt jetzt noch mit dem King hier raus, der noch auf der Seite unterstützt. Das hat er auch gut gemacht, denn so ist der Drachen hier jetzt, oder so sind die beiden Drachen wieder schön in die Base reingeflogen. Aber so wirklich viel Defense ist hier natürlich nicht mehr. Schön gemacht hier. Nummer 11 auf Nummer 14. Und ich bin ja jetzt erst 2 Tage im Clan, war jetzt auch nicht so wirklich viel online hier. Aber ich habe meine beiden Angriffe natürlich gemacht, gar keine Frage. Die mache ich immer, zumindest mit dem RH9 kriege ich das in jedem Fall hin. Ich glaube, im Moment kriege ich das sogar mit allen hin. Und wir schauen mal weiter rein hier. Etwas höher waren dann irgendwo meine Angriffe schon. Ich muss mal eben schauen. Ja, ich sollte als erstes die 7 machen. Nee, stimmt gar nicht. Ich sollte die 9 sollte ich als erstes machen. Ich sollte als erstes die 9 machen. Ihr habt gerade gesehen, der Thorsten ist hier sogar gleich zweimal im Clan. Es sind aber keine Accounts von mir. Das kann ich euch in jedem Fall versichern. Die sind von jemand anders. Und diese Base hatte ich auch schon selber mal als CK-Base. Ich hätte fast gesagt, die taucht nicht. Aber also ich hatte sie auch etwas, so ein ganz, ganz kleines bisschen anders. Habe ja aber gedacht, ich kann hier ganz gut funneln mit den beiden Golems und mit den Bolern. Helden hinterher, dann bin ich schon mal in der Base drin. Setze dann hier oben irgendwann Babydrachen, der macht da oben so ein bisschen, sorgt schon mal für vorab Cleanup. Denn für ein Cleanup habe ich natürlich hier meine Hocks, die setze ich jetzt hier unten. Auch so ein bisschen Surgical, also hier im RH9-Bereich, muss ich sagen, tue ich mich da überhaupt nicht schwer mit, das so zu machen. Denn ich bin mittlerweile auch relativ sicher hier, was RH9 angeht, denn mit den Helden hier, die Queen ist schon auf 30 bei dem Alex und der King auf 25, der wird jetzt natürlich auch auf 30 gehen. Auf kurz oder lang geht das hier schon ganz gut, muss ich sagen. Und so war ich mir hier zwar nicht ganz sicher, ob ich 3 Sterne hole, denn ich muss ja auch kein 3-Sterne-Garant sein. Das zeige ich euch später, warum das hier nicht so ist. Also hier sieht man das nicht ganz so verbissen, muss ich sagen. Klar, wenn natürlich 3 Sterne geholt werden, umso schöner, gar keine Frage.
Und ihr seht das hier mit den Hocks, geht natürlich Cleanup richtig gut. Wenn man noch viele Hocks hat, geht das richtig schnell. Wenn man wenige Hocks hat, hat man ja manchmal ein Problem. Da war es ja schon, hinten war noch ein kleines Lager. Hat man manchmal ein Problem, dass man Cleanup nicht schafft. Aber das ist in etwa so mein Setup im Moment. Ich nehme also meistens noch einen Babydrachen jetzt mit. Und zwei Lakaien, zwei Bogenschützen noch so ein bisschen zum Cleanup. Die minimale Anzahl an Magiern, da kann man vielleicht auch noch einen weglassen, dass man nur fünf dabei hat. Aber ich denke mal, das war ganz gut hier. Und ich wurde dann gefragt, direkt im Anschluss, Alex, kannst du noch die Nummer 8 machen, glaube ich? Ja, kannst du noch die Nummer 8 machen? Klar, kann ich die Nummer 8 machen. Und auch hier habe ich wieder, ihr seht das unten an meiner Armee, natürlich Hocks benutzt, aber etwas anders. Denn die Base hier hat die vier Luftabwehren relativ zentral stehen. Und das ist eigentlich optimal. Ich brauchte gar keine Mauerbrecher, die habe ich auch mal komplett weggelassen. Denn die Base ist hier ja bei der Kanone offen. Und dann gucken wir mal, wie ich das geregelt habe. Hier hinten sind auch nur drei Lager. Also funneln kannst du hier natürlich super, auch mit dem Babydrachen, der schon mal so ein bisschen was vorab wegmachen kann. Und jetzt geht er schon auf das Lager. Das heißt also, ich habe dann oben am Armeelager meine drei Päcker jetzt gleich rausgebracht, bevor der Babydrache richtig Beschuss bekommt. Heiler hinterher, und die konnten jetzt nur in die Base gehen. Es gibt keinen anderen Weg mehr für diese Truppen hier. Queen hinterhergesetzt, King hinterhergesetzt. Den setze ich immer, versuche ich jetzt immer noch später zu setzen, weil man sieht jetzt schon, der überholt jetzt schon wieder die Queen. Und wenn ich den natürlich richtig in Wut bringe, ja, ist das natürlich ein super Tank. Und dann ist er sowieso meistens vor der Queen, und wenn ich ihn dann auch noch zünde, und komme ich hier jetzt aber, glaube ich, ganz gut auch in die Base rein. Ah, der Gift ist mir nicht ganz so gut gelungen, aber die Loons hier werden in jedem Fall weggegiftet, und den Drachen muss natürlich irgendwo meine Queen machen, und hier unten komme ich jetzt schon mit meinen Hocks rein. Das heißt also, schön in den Rücken hier von dem Magierturm, der macht mir schon mal nichts mehr zu schaffen. Und da habe ich hier einfach mal ein Heil gespammt, auch so ein bisschen für die Golems, ein bisschen für die Bowler. Hier geht es jetzt weiter Surgical rein, und da ich hier einen zweiten Babydrachen hatte, habe ich den einfach mit auf die Reise geschickt hier rum, denn der sorgt schon mal so ein bisschen für Cleanup. Aber jetzt habe ich immer noch einen Heilzauber, der da gerade noch so wirkt, habe jetzt aber auch nicht mehr wirklich viel Defense hier in der Base, und dann ist das gewesen. Ja, also ich war mir hier auf dieser Base auch sehr, sehr sicher, dass ich hier die drei Sterne hole, und ich bin mit 999 Sternen in diesen CK gegangen. Und was ich nicht wusste, hier waren schon zwei Sterne drauf auf dieser Base. Das heißt also, ich habe eigentlich nur einen dazu geholt, aber die Zählung ist trotzdem, dass man drei bekommt, denn ich habe jetzt 1005 CK Sterne mit diesem Account. Hier oben hat sich noch nicht so fürchterlich viel getan, aber ihr seht das hier, der Gegner hat 1, 2, 3, ich glaube hier unten ist auch noch irgendwo ein Elfer dabei. Wir haben selber nur einen einzigen Elfer, der hat allerdings auch schon gedefft, das ist super. Und mal sehen, wie es hier ausgeht, ich halte euch da auf den Laufenden. Aber wir gehen hier nochmal in den Clan rein, beziehungsweise wir gehen einmal in mein Profil hier rein. Denn 1005, ich habe also 6 Sterne geholt, mit 999 bin ich hier reingegangen. Und ich würde sagen, dann kann sich der Alex hier auch seine wohlverdienten 1000 Gems und seine 5000 EP abholen. Also es ist mein erster Charakter, der hier 1000 CK Sterne hat. Da sind sie jetzt drin. Und dann stelle ich euch auch kurz den Clan einmal vor. Das ist der Clan The Child in Us. Du stehst auf Spaß im Spiel, Fairness, guten Umgang und Zusammenhalt. Dich widert das extrem verbissene Getue mancher Clans an. Ja, in anderen Clans, wo ich ja bin, da ist das schon so ein bisschen verbissener. Bei uns bist du Teil des Teams. Das ist super. Kein reiner, austauschbarer Sternelieferant. Ja, jetzt habe ich mal 6 Sterne hier geliefert. The Child in Us, bewahre das Kind in dir. Ich denke mal, das mache ich auch weiterhin. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ich den ersten Charakter hier mit 1000 CK Sternen habe. Mache ich hier ganz, ganz munter. Denke ich erstmal weiter. King soll auf, ich muss noch so viel Dunkles sammeln dafür, soll natürlich jetzt auf 26 gehen, dann geht das hier ganz locker die Runde. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem dir gefallen, vom RH9 Account mit so ein paar Angriffen, einfach nur, dass ich nicht vergesse, dass diese Accounts hier auch noch leben. Und bis dahin, euer Toto. Erschnell.